Gut, normalerweise mache ich das nicht bei meinen Interviews, aber dürfte ich Sie trotzdem bitten, dass wir kurz über ein aktuelles Thema sprechen. Das ist natürlich der Coronavirus. Österreich hat heute in der Nacht Maßnahmen beschlossen, dass Ihr Vortrag, den Sie heute halten würden, nicht stattfinden kann. Sie haben im November einen Vortrag eines Virologen besucht, das weiß ich, weil ich auch dort war, das war bei den Neubrandenburger Weltraumtagen. Natürlich ist das nicht Ihr Fachgebiet und es ist noch weniger mein Fachgebiet, aber wie sehen Sie das, die ganze Lage momentan? Naja, das ist natürlich eine Situation, die, also ich kann mich nicht erinnern an eine ähnlich gelagerte Situation. Und der Virologe, der in Neubrandenburg auftrat, hat natürlich über ganz was anderes gesprochen und das war auch sehr interessant, weil natürlich die Virologie grundsätzlich ein hochinteressantes Gebiet ist, was auch für die Raumfahrt natürlich eine große Rolle spielt. Ich denke nur mal an die Tatsache, dass ja bei der israelischen Sonde, die zum Mond geflogen ist, tatsächlich Bärtierchen mit an Bord waren und die Sonde ist dann abgestürzt auf dem Mond. Sodass man also jetzt die Frage auch gar nicht beantworten kann, was ist mit diesen Bärtierchen geworden. Die sind ja extrem widerstandsfähig, die halten hohe Strahlungsdosen aus und Temperaturen und kommen auch lange Zeit ohne Wasser aus. Was ist mit denen geworden? Also Virologie ist sowieso eine interessante Wissenschaft, insbesondere natürlich, was uns Menschen anbelangt. Denn wir erleben ja jetzt gerade, wenn man eine solche Situation nicht in den Griff kriegt, und das kann ja nur durch wissenschaftliche Forschung geschehen, dann kann das recht bedrohlich werden für die Menschheit insgesamt. Insofern ist das mein Vortrag heute ausgefallen, ist deswegen noch das Allerharmloseste. Nicht minder interessant ist die Astronomie. Wann hat sich da die Begeisterung bei Ihnen entwickelt? Schon als Kind? Oder? Ja. Das fing sehr, sehr früh an. Das ist meistens so. Also ich kenne kaum einen Astronomen, der nicht schon so im Alter von spätestens 12, 13 Jahren sich für diese Wissenschaft zu begeistern begonnen hat. Und das war bei mir ganz genauso. Ich war also in dem Alter schon Mitglied einer Arbeitsgemeinschaft in der Treptower Sternwarte in Berlin. Und das hat mich nie wieder losgelassen. War dann mit 16 Jahren schon als freier Mitarbeiter an der Sternwarte, habe also schon Führungen gemacht, nicht unbedingt für Erwachsene, aber für Schulklassen und so weiter. Und das hat mich dann nie wieder losgelassen. Obwohl ich eigentlich beruflich zunächst einen etwas anderen Weg gegangen bin. Das war aber mehr oder weniger nur ein Zufall. Ich habe Physik studiert. Das ist eigentlich logisch. Also Physik und Astronomie gehören ja sehr, sehr eng zusammen. Aber es gab in Berlin an der Universität keine Spezialisierung auf Astronomie zu der Zeit, als ich dort studierte. Und deshalb musste ich ein anderes Spezialgebiet wählen und habe damals Biophysik gewählt. Sind wir fast wieder bei den Viren. Das war nicht anders möglich. Ich habe dort also mein Diplom gemacht und habe dann eine ganze Reihe von Jahren im Strahlenschutz gearbeitet. Das hat aber alles nichts an meiner Begeisterung für Astronomie geändert, sodass ich dann einer Aufforderung der Sternwarte, ob ich nicht promovieren wollte auf diesem Gebiet Astronomie, gerne nachgekommen bin und die haben mir dann auch eine Stelle angeboten, was ich damals nicht ahnte, dass ich dann 6 Jahre später wieder einmal der Chef der Sternwarte war. Sie haben auch durch, also Sie waren in der DDR, ja, der führende Astronom, kann man so sagen. Naja, zumindest ein sehr bekannter, sagen wir mal so. Ja. Ich würde nicht unbedingt sagen der führende, aber es gibt ja da sehr viele verschiedene Fachgebiete in der Astronomie. Und da gibt es natürlich Leute, die wirklich mit den großen Teleskopen gearbeitet haben, auch zusammen mit der Sowjetunion damals, die ja die größeren Teleskope hatte. Und ich habe mich ja vor allen Dingen dann mit der Geschichte der Astronomie beschäftigt. Aber dadurch, dass ich dann später eine Fernsehsendung hatte, über 15 Jahre lang, war ich natürlich zweifellos der bekannteste von den ganzen, von der ganzen Zunft, sagen wir mal so. Sie haben dann auch durchgesetzt, dass Ost-Berlin ein eigenes Planetarium bekommt. Richtig. Wie ist Ihnen das gelungen? Naja, gelungen, das schreibe ich mir zu. Ob es wirklich mir gelungen ist, das ist nicht so ganz nachzuvollziehen. Es war ja so, Berlin hatte ja mal ein großes Planetarium und das stand am Berliner Bahnhof Zoo. Ist aber im Krieg ausgebombt worden. Und das wurde von der Treptower Sternwarte sozusagen mitbetreut, obwohl es an einem anderen Ort stand. So ähnlich wie hier in Wien, das Planetarium steht ja am Prater. Und dann gab es ja noch die Kufner-Sternwarte und die Orania-Sternwarte. Und das wurde ja auch zeitweise alles unter ein Dach gestellt. Und so war das dort auch. Nun hatten wir kein Planetarium mehr. Aber
nachdem die Mauer dann entstanden war, also 1961, gab es bald in West-Berlin ein Planetarium. Was verständlich ist, die West-Berliner Sternfreunde hatten ja keinen Zugang mehr zu der Ost-Berliner Reichenholz-Sternwarte. Also haben sie sich selbst dort einen Verein gegründet, haben eine Sternwarte geschaffen, die sich dann auch sehr, sehr gut entwickelt hat, die Wilhelm-Förster-Sternwarte. Und die haben es geschafft, mit Lottomitteln ein großes Planetarium zu bauen. Das war natürlich für einen Astronomen in Ost-Berlin sozusagen ganz besonders Stachel im Fleisch. Da habe ich gesagt, warum nicht wir? Zeiss war ja ein Werk aus der DDR in Jena, baute weltweit Planetarien und wir hatten keins. Und da habe ich eine sehr lange Denkschrift geschrieben, ganz nach oben an die Regierung und auch sehr stark politisch argumentiert, dass der Ost-Berlin ganz dringend ein Planetarium braucht. Aber so ist das ja manchmal heute auch noch, eine Antwort auf diesen Brief habe ich nie bekommen. Es kam dann mal ein paar Jahre später, irgendwann kam mal eine Nachfrage, ich hätte doch mal so einen Brief, ob ich da noch mal eine Kopie davon hätte. Also da hat sich was bewegt durch diesen Brief. Und dann kam eines Tages der Anruf, zwei Jahre bevor Berlin 750 Jahrfeier hatte. Man habe den Auftrag, das war die Baudirektion Berlin, ein großes Planetarium für Berlin zu bauen. Man wisse aber gar nicht, was das ist. Und da kam mir nun zustatten, dass ich der Bekannteste auf meiner Zunft war. Und da sind die sofort bei mir aufgeschlagen, haben dann bei mir angerufen und haben gesagt, ob ich dir mal ein bisschen Aufklärung geben könnte. Was ist ein Planetarium? Wie sieht sowas aus und wer kann das betreiben? Und in dem Zuge habe ich natürlich gleich den entsprechenden Herren klipp und klar gemacht, das können nur wir betreiben als Direktor Sternwarte. Denn es ist klar, wenn so ein großes neues Planetarium gebaut wird, dann finden sich immer viele, die Interesse haben. Dann gibt es vielleicht die Universität, die Akademie der Wissenschaften oder auch die Urania, die gibt es ja in Berlin auch, gab es auch zu DDR-Zeiten. Und da wollte ich natürlich, dass dieses große Planetarium dann zu uns kommt. Und das ist dann auch durchgesetzt worden und ich habe dann auch das Eröffnungsprogramm geschrieben und war dann der Gründungsdirektor dieses Planetariums. Eine Frage, die ich mir gestellt habe, wie sehr was für Sie schwierig als Wissenschaftler die Grenze zu finden, auf der einen Seite Ihrer Arbeit und Ihrer Passion nachzugehen, aber auf der anderen Seite sich vom Staat da nicht instrumentalisieren zu lassen, was durchaus gegeben ist, die Gefahr in der, oder gegeben war in der ehemaligen DDR. Also ich muss sagen, das wird auch im Nachhinein auch von den westdeutschen Kollegen teilweise heute so gesehen, dass die Astronomie doch eine gewisse Nische darstellte. Also wir waren so erstmal gemessen an den Finanzbedarf, war die Sternwarte auch mit dem Planetarium eine ganz kleine Nummer, wenn man das vergleicht mit der Deutschen Staatsoper oder den großen Theatern, die in Ost-Berlin vorhanden waren. Da war natürlich doch der ideologische Einfluss der Partei und der Regierung viel, viel stärker. Da gab es Theaterstücke, die wurden abgesetzt, weil es politisch nicht passte und ähnliches mehr, das kennt man alles. Oder Filme, die verboten wurden. Das war bei uns nicht so. Also ich hatte ja zumindest erwartet, als ich das Eröffnungsprogramm für das Planetarium schrieb, Fantastisches Weltall, dass irgendjemand kommt und sagt, er möchte das Manuskript vorher mal sehen. Das ist nicht passiert. Interessanterweise. Das heißt, wir haben das Programm Fantastisches Weltall aus meiner Feder in Anwesenheit von Erich Honecker zur Eröffnung des Planetariums gezeigt, ohne dass irgendjemand vorher sich das Manuskript angeschaut hatte. Ja, freier konnte man nicht sein. Also wir haben da wirklich großes Glück gehabt. Natürlich hat man versucht, das Planetarium selbst dann für den Schulunterricht einzusetzen, zu nutzen und so weiter. Das war aber nicht meine Philosophie. Denn so ein Planetarium, gerade wie es sie heute gibt, gibt es ja auch in Wien inzwischen die modernen Planetarien mit digitaler Technik und so weiter, die können so viel mehr als nur Unterricht, dass mir das nicht so sehr geschmeckt hat. Also Unterricht wollte ich eigentlich nicht dort machen, da war mir das Ding zu schade dafür. Wir hatten ja noch ein kleines Planetarium in Treptow, da konnte man auch unterrichtliche Dinge wunderbar machen. Das haben wir auch gemacht. Lass uns noch kurz bei der DDR bleiben. Hatten Sie Privilegien aufgrund Ihres Postens oder Ihrer Position? Und hat man versucht, Sie, also gab es Versuche, Sie irgendwie für den Staat zu gewinnen? Naja, was heißt für den Staat zu gewinnen? Ich sag mal so, ich war ja nicht gegen das Modell dieses Staates. Ich war ja in der DDR groß geworden sozusagen. Ich bin also von früh an mit diesem Staat aufgewachsen.
können sich vorstellen, 1949 ist die DDR gegründet worden, da war ich 10 Jahre alt. Also ich habe gar nichts anderes kennengelernt. Und die Grundidee, die dort verfolgt wurde, also diesen Sozialismus, die sozialistische Idee, die war mir durchaus sehr nahe. Also insofern befand ich mich da in keinem Konflikt. Die Konflikte kamen ja immer erst dann, wenn man später gesehen hat, wie diese Idee praktisch umgesetzt wurde und welche Fehler dabei gemacht wurden und wo das wahrscheinlich irgendwann mal hinführen würde, wenn man so weitermacht. Da kamen die Konflikte. Aber ansonsten kann ich also gar nicht sagen, dass ich selbst in einem Grundkonflikt mit dem Staat gestanden hätte. Ich war also eigentlich für die DDR und das, was dort versucht wurde. Und Privilegien, wenn Sie nach Privilegien fragen, muss man natürlich schon sagen, als Direktor einer wissenschaftlichen Einrichtung, Sternwarte, und eines später dann des Großen Planetariums, das kam ja erst sehr viel später, ich bin ja 76 Chef der Sternwarte geworden, das Planetarium kam erst 87, konnte man natürlich schon mal einen Reiseantrag stellen, um auf irgendeine Tagung zu fahren im westlichen Ausland. Das muss man natürlich als Privileg bezeichnen, denn andere konnten das nicht. Die Privilegien gingen allerdings nicht so weit wie bei manchen Schauspielern. Die hatten also einen Pass in der Tasche und konnten jederzeit hinfahren, wo sie wollten. Das war nicht der Fall. Ich musste jedes Mal einen Antrag stellen und wusste vorher nie, ob der Antrag genehmigt wird. Und das war wieder für meine westlichen Kollegen das Debakel. Die sagten dann immer, wir laden Sie gerne ein, aber wir wissen ja dann doch nicht, ob Sie kommen, weil ich das selber nicht wusste. Aber das gelang dann mehrfach, sodass ich also sagen konnte, zu der Zeit, als die Wende kam, kannte ich die wichtigsten Direktoren der westlichen Einrichtungen, zumindest aus Westdeutschland, alle. Und auch einige aus den USA und aus Großbritannien und anderen westlichen Ländern. Aber das war natürlich eine Folge von gewissen Privilegien. Andere Privilegien also sind mir nicht bewusst. Sie haben die Wende angesprochen, 1989 fiel die Mauer. Was hat das für Sie persönlich im Privaten geändert und beruflich? Weil Sie hätten ja damals einen Brief unterschreiben sollen, in dem stand, dass Sie Ihre Arbeit niederlegen oder Ihre Posten erfragen. Richtig. Und das richtig. Haben Sie aber nicht gemacht. Nein. Das habe ich glücklicherweise nicht gemacht, denn das wäre das Ende gewesen. Das haben viele Kollegen von mir gemacht, also die jetzt auch Direktoren irgendwelcher Einrichtungen, Museen oder anderer Kultureinrichtungen waren. Die haben eine falsche Einstellung offensichtlich gehabt. Die haben gedacht, naja, wenn der Staat sagt, du musst das unterschreiben, dann musst du das unterschreiben. Aber das war ja nun doch ein ganz anderer Staat, der jetzt da von mir verlangt hat zu unterschreiben. Und da habe ich einfach Widerspruch eingelegt und habe gesagt, es ist mir vollkommen unklar, wieso ich unterschreiben soll, nicht mehr Direktor dieser Sternwarte zu sein. Ich habe auf diesem Gebiet seit so und so viel, war ja damals schon weit über 10 Jahre, gearbeitet, bin international bekannt, auch durch meine wissenschaftlichen Forschungsarbeiten. Ich sehe überhaupt keinen Grund dafür. Und das war gut, denn nach kurzer Zeit kam dann tatsächlich eine Vertreterin der neuen Machtverhältnisse, sage ich mal. Also früher hatten wir ja immer diese Stadträte für Kultur, dann war es eine Senatorin. Und die sagte dann zu mir plötzlich, na, solche Leute wie Sie sind ja gar nicht gemeint gewesen mit dem Brief. Also sie wollten wahrscheinlich die politische Elite austauschen, darum ging es hauptsächlich. Und dabei haben sie natürlich auch fast die gesamte intellektuelle Elite ausgetauscht. Das muss man leider sagen. Denn alle, die das sofort unterschrieben haben, waren natürlich automatisch weg. Und das ist also bei mir nicht passiert. Ja gut, da kann natürlich noch andere Überprüfungen auf Mitarbeit bei der Staatssicherheit und solche Dinge. Das war natürlich alles persönlich sehr unangenehm, aber bei mir war da eben nichts zu finden und deshalb bin ich bis zu meiner Berentung in diesem Amt geblieben. Einer der ganz wenigen Direktoren aus DDR-Zeiten, die dann noch im Amt waren. Das heißt, Berlin hatte dann 2 Direktoren. Richtig, in West-Berlin und in Ost-Berlin. Die Mauer war weg. Vorher hatten wir 1 Planetarium und 2-mal Berlin. Jetzt hatten wir 2 Planetarien und 1-mal Berlin. Das war die neue Situation, die war natürlich sehr schwierig. Das war das große Problem, weil natürlich der Senat sagte, das können wir nicht bezahlen. Wir können nicht 2 Planetarien bezahlen. Das ist viel zu teuer, wenn wir alles doppelt haben. Es gab ja auch 2 Zoos in Berlin. Es gab 3 Opernhäuser mit einmal in Berlin. Alles, weil die Mauer weg war. Und da wollten sie natürlich irgendwie rationalisieren. Und beim Planetarium und der Sternwarte waren sie natürlich zunächst mal der Meinung, das im Osten kann ja nur schlechter sein als das im Westen. Was ja auf vielen Gebieten auch so war. Aber nun gerade bei uns eben nicht. Das Planetarium war damals eines der modernsten Planetarien Europas.
Und da habe ich die Leute dann mal kommen lassen, habe gesagt, beurteilen Sie das bitte mal nicht vom Schreibtisch, kommen Sie doch mal, schauen Sie sich die Häuser mal an. Und Sie können nicht die traditionsreiche Berliner Sternwarte mit dem längsten Fernrohr der Erde hier einfach schließen, weil Sie glauben, Sie haben Schwierigkeiten mit der Finanzierung. Und Sie können auch nicht das modernste Planetarium Europas einfach schließen, weil Sie denken, Berlin kann zwei Planetarien nicht verkraften. Dann habe ich Ihnen noch vorgerechnet, dass Hamburg viel weniger Einwohner hat und ein Planetarium, Stuttgart viel weniger Einwohner und ein Planetarium. Ich sage, wenn Sie das auf die Einwohnerzahl von Berlin umrechnen, dann müssten Sie logischerweise sagen, wir brauchen noch ein drittes Planetarium. Das war natürlich für die Herren doch etwas überraschend. Und allmählich haben wir das dann geschafft. Das gilt ja für alle Gebiete. Der Zoo und der Tierpark sind beide heute da. Die Opernhäuser sind alle drei da. Und die Sternwarte und das Planetarium bei uns und die Westberliner Einrichtungen sind heute unter einem Dach einer Stiftung Planetarium Berlin. Also die ganze Geschichte ist glücklicherweise sehr gut ausgegangen. Aber es war ein zäher Kampf und mit viel Zittern und natürlich auch mit viel Personal Einbuße, das ist klar. Wie frei ist die Wissenschaft grundsätzlich? Gar nicht auf die DDR bezogen, sondern global gesehen. Sehr schwierige Frage. Ja. Also sie sollte natürlich frei sein. Laut Verfassung ist die Wissenschaft frei, die Kunst ist auch frei. Und in der Praxis sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Also ich weiß das von vielen Kollegen, die sich mit bestimmten Fragen der theoretischen Physik oder der Elementarteilchenphysik beschäftigen, die beispielsweise auch Kritik haben an den hauptsächlich heute vertretenen Modellen, die man dort hat. Es gibt ja die Standardmodelle der Elementarteilchenphysik, das Standardmodell der Kosmologie. Also das sind sozusagen die Modelle, die von der Mehrheit der Forscher für richtig gehalten werden. Nun ist ja richtig auch so ein Begriff in der Wissenschaft. Es gibt immer nur eine relative Wahrheit. Also wir kennen ja nicht das universelle Gesamte. Wir wissen heute mehr, als wir vor 100 oder 200 Jahren wissen, das ist klar. Aber wir wissen trotzdem natürlich nicht alles. Und deshalb ist diese Wahrheit, die wir heute haben, nicht bestimmt nicht die endgültige Wahrheit. Und zu der endgültigen Wahrheit fortschreiten vom heutigen Stand aus kann man natürlich nur im Streit der verschiedenen Meinungen. Und da fängt jetzt das Problem an, was Sie eben mit der Freiheit der Wissenschaft meinen. Da gibt es natürlich eine sehr starke Lobby, wo die Institutionen, die die Standardmodelle vertreten, sowohl in der Elementarteilchenphysik als auch in der Kosmologie, wo diese starke Lobby natürlich daran interessiert ist, für ihre Forschungen die finanziellen Mittel zu sichern. Und das führt dann zu einer gewissen Ausgrenzung der Minderheitenmeinungen in der Wissenschaft. Nun zeigt aber gerade eben die Wissenschaftsgeschichte, dass ja Minderheitenmeinungen in früherer Zeit oftmals die einzigen waren, die wirklich die Wahrheit vertreten haben. Denken wir an Galilei oder Kopernikus, das waren Minderheitenmeinungen. Die gesamte katholische Kirche war der Ansicht, die Erde steht in der Mitte der Welt. Und da kommt dann ein Mann wie Kopernikus und sagt, nein, die Sonne steht in der Mitte der Welt. Das war also eine Minderheitenmeinung. Gut, er wurde natürlich auch bekämpft damals, logisch. Aber es hat sich durchgesetzt. Und heute sollte man eigentlich meinen, dass auch die abweichenden Meinungen gehört werden und nicht diskreditiert werden. Und das passiert eben leider. Und da hört für mich ein bisschen die Freiheit der Wissenschaft auf. Natürlich sieht es in anderen Gebieten noch ganz anders aus. Also da, wo Wissenschaft meinetwegen von der Industrie abhängig ist, denke jetzt mal an die Pharmaforschung und solche Dinge, da bin ich zwar kein kompetenter Sachwalter für diese Fragen, kann ich also nicht de facto jetzt wirklich mit Argumenten beantworten, aber da ist die Gefahr natürlich noch viel größer, dass die Geldgeber sozusagen bestimmen, was überhaupt geforscht wird und was nicht geforscht wird. Also Freiheit der Wissenschaft ist zunächst mal ein abstrakter Begriff, sehr schön, sollte auch so sein, aber ich glaube, es muss immer wieder auch von jedem einzelnen Forscher erkämpft werden. Wie haben Sie die frühen Veröffentlichungen bzw. Theorien von Wissenschaftlern wie Nikolai Kardaschew zum Beispiel wahrgenommen in Ihren jungen Jahren? Oder war das präsent auch, dieses Thema der Suche nach Außerirdischen? Absolut, also das Thema war ja eigentlich schon immer präsent. Das ist ja ein Thema, wenn Sie wollen, das geht ja bis in die Antike zurück, in anderer Form.
Aber in gewisser Weise war ja die Frage schon immer, was ist da oben, was ist der Mond, leben da Menschen auf dem Mond oder halt überhaupt irgendwelche Lebewesen, es müssen ja nicht Menschen sein, oder tierische Wesen oder die Bewohner der Sonne und was es alles gibt. Das hat sich eigentlich die ganze Zeit hindurch durch die Geschichte gezogen. Und die Russen, weil sie gerade Kardaschow ansprechen, die Russen waren also etwas fantasiereicher in ihrer Publikationstätigkeit, hatte ich das Gefühl. Ich habe ja auch mal ein paar Leute von denen selber kennengelernt, zum Beispiel Schlowski. Mhm. Also das waren Leute, da hatte ich das Gefühl, die waren also wesentlich undogmatischer als die DDR-Wissenschaft zum Beispiel. Interessanterweise, gerade bei solchen streitbaren Themen, also wo es darum ging, ja, und wir haben immer gleich geguckt, passt das in den dialektischen Materialismus oder passt es vielleicht nicht? Wenn es nicht passte, dann wurde es sofort beiseite getan. Das war merkwürdigerweise gerade bei den sowjetischen Autoren meiner Meinung nach nicht der Fall. Es gab ja so eine Zeitschrift, weiß nicht, ob Sie davon mal gehört haben, das war so ein Reader's Digest, aber ein sowjetischer, der hieß Sputnik. Der wurde dann später verboten bei uns. Oder sagen wir mal aus dem Verkehr gezogen zumindest, der war sehr beliebt in der DDR und zwar gerade deswegen, weil dort in diesem Journal immer so total provokante Thesen vertreten wurden. Manchmal auch ein bisschen Thesen, wo man auch als normaler Wissenschaftler sagen würde, jetzt ist gut, jetzt kommen Verschwörungstheorien oder jetzt fangen sie an zu spinnen. Aber die haben sich eben mit den Fragen beschäftigt, zum Beispiel Astrologie. Kann da etwas dran sein? Die Frage muss ja erstmal gestattet sein, dass man fragen kann, ist da vielleicht doch was dran? Und nicht einfach sagen, na, so ein Quatsch, das weiß doch jeder, dass das alles Quatsch ist. Also deshalb bin ich auch gleich nach der Wende in eine Gesellschaft eingetreten, die bei uns sich etabliert hat in Deutschland. Die heißt Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Weil mir der Gedanke plausibel erschien, dass man das, was man Parawissenschaften oder Grenzwissenschaften nennt oder wie auch immer, dass man das einer wissenschaftlichen Untersuchung zuführen muss und nicht einfach von vornherein in eine Kiste stecken. Das würde dann ja auch wieder heißen, Freiheit der Wissenschaft zu beschränken. Weil Sie gerade selbst provokante Theorien ansprechen, Sie schreiben in Ihrem Buch, in Ihrem aktuell erschienenen oder letztes Jahr erschienenen Atlas astronomischer Traumorte, schreiben Sie über die Grabplatte in Palenque. Im Tempel der Inschriften will ich die viel diskutierte Grabplatte inspizieren, die Erich von Däniken in unerschütterlicher Sturheit für eine Darstellung des Astronauten von Palenque hält und als einen der Beweis für die Landung außerirdischer in ferner Vergangenheit immer wieder ins Gespräch bringt. Sie haben sich durchaus schon mit Erich von Däniken intensiv auseinandergesetzt, auch in Vorträgen. Natürlich. Was hat Erich von Däniken Positives beigetragen für die Wissenschaft? Oder hat er was Positives Ihrer Meinung nach beigetragen? Absolut, das sage ich auch in jedem Vortrag. Also einen Vortrag über Erich von Däniken zu halten, ist eine schwierige Sache, weil da haben Sie immer den ganzen Zuschauerraum voll Däniken-Anhänger. Ne? Und da ist es sehr schwer, dagegen anzukommen. Es ist genauso gegen einen Vortrag gegen Astrologie zu halten. Da sitzen nur Astrologie-Anhänger. Und die sind ja nicht zu überzeugen durch kein Argument. Und das ist eben auch wieder so eine Schattenseite. Und bei Däniken ist es so, also Däniken hat natürlich etwas erreicht. Er hat nämlich erreicht, dass diese Fragen, die er stellt, Leben im Weltall, waren eventuell hochentwickelte Lebewesen schon einmal früher auf der Erde, dass diese Fragen weltweit diskutiert wurden, auch von der Wissenschaft. Und dass ein allgemeines Bewusstsein in der Weltöffentlichkeit, kann man schon so sagen, in einem sehr breiten Publikum auch. Also den Namen Däniken kennt ja fast jeder Bürger hier, zumindest in Europa, auf jeden Fall, aber auch darüber hinaus, dass ein sehr breites Bewusstsein für die kosmische Dimension des Lebens entstanden ist. Das würde ich ihm unbedingt positiv zuschreiben. Dass er natürlich jetzt in seinem Alter nun zugibt, doch letzten Endes insofern gescheitert zu sein, als er kein einziges Artefakt hat nachweisen können, das auf Außerirdische schließen lässt, die hier gelandet sind, das ist immerhin ein Zeichen, dass er dann auch vernünftig ist. Er weiß natürlich ganz genau, es müssten Artefakten gefunden werden. Also wenn Sie im Innersten einer Pyramide, die 6000 Jahre verschüttet war, ganz im Inneren, in der innersten Grabkammer, einen Transistor finden würden, das wäre doch mal ein Fass. Das haben wir aber nie gefunden, also es gibt keine Artefakte. Und die Thesen, die er mit mehr oder weniger Plausibilität unterbreitet, sind natürlich zum großen Teil von der Wissenschaft inzwischen auch widerlegt worden. Das ist auch bekannt. Nicht alles,
Denn sein Spektrum ist ja dermaßen breit und dermaßen groß, da müsste sich die Wissenschaft nur mit Herrn van Deningen beschäftigen. Aber grundsätzlich seine Fragestellung an sich? Die Fragestellung ist völlig berechtigt. Und zumal in der Sicht der neuesten Erkenntnisse, die wir heute haben, da ist es ja so, wir gehen ja davon aus, dass fremde Planetensysteme existieren. Wir wissen es inzwischen. Das wusste man ja alles vor 30, 40 Jahren noch gar nicht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich Leben im Weltall existiert, ist ja inzwischen viel größer geworden, als sie, sagen wir mal, vor 50 oder 60 Jahren war. Und ich persönlich bin sogar davon überzeugt, dass hochentwickelte Lebewesen im Weltall existieren. Bloß das ist eben keine wissenschaftliche Antwort, die ich Ihnen da jetzt gerade gebe, weil es ist nur ein Glaubenssatz. Ne? Wir müssen das ja wissenschaftlich verifizieren. Das haben wir bisher noch nicht geschafft. Das wird erst kommen. Und wenn es so etwas gibt, wovon ich, wie gesagt, überzeugt bin, dann ist es natürlich auch logisch, dass diese Leute das vielleicht machen oder mehr als das machen, was wir ja auch machen, nämlich Raumfahrt zu betreiben. Und Raumfahrt zu betreiben heißt natürlich mehr oder weniger dann auch mal das eigene Sonnensystem zu verlassen, was wir ja inzwischen mit Robotern schon machen, wenn sie so wollen, also die beiden Voyager-Sonnen oder auch New Horizons, das ist ja auch schon ganz weit draußen, dann können die natürlich auch einen fremden Planeten ins Visier nehmen und dort zum Beispiel landen. Und es ist ja auch noch nicht ganz ausgeschlossen, dass Herr van Deningen vielleicht doch irgendwo mit einem Punkt mal recht behält, denn wir wissen ja gar nicht, was der Zahn der Zeit mit den Artefakten gemacht hat. Man weiß ja gar nicht, wann die gelandet sind. Er spricht ja immer von Zeiträumen einiger tausend Jahre, aber es könnte ja auch vor 50 oder 60.000 Jahren schon gewesen sein. Dann ist es wahrscheinlich schwierig, die Artefakte zu finden. Oder vor 50 Jahren. Und es gibt halt keine... Ja, auch das ist möglich. Das ist die These, die dann dazu führt, die Aliens sind unter uns, ja. Wäre es nicht auch sinnvoll, vielleicht an anderen Himmelskörpern zu suchen, wie den Mond oder Asteroiden? Es gibt ja Wissenschaftler, die plädieren dafür. Ja, ja, absolut. Also wir haben ja so eine Arbeitsgruppe, Sie haben das vielleicht mitbekommen, wenn Sie in Neubrandenburg waren, da haben wir so eine Arbeitsgruppe gegründet, so ein Netzwerk, ja. Extraterrestrische Intelligenzen. Das ist eine Gruppe von ungefähr 25, 30 Leuten aller möglichen Wissenschaftsdisziplinen und die sind jetzt ganz stark, plädieren also ganz stark dafür, auch nach Artefakten auf anderen Himmelskörpern in unserem Sonnensystem zu suchen. Also alles, was auf dem Mond irgendwie auffällig ist, wird sehr sorgfältig ins Visier genommen inzwischen. Das ist so. Und das macht man nicht bloß auf dem Mond, sondern auch auf anderen Himmelskörpern unseres Sonnensystems. Könnte durchaus also sein. Aber bisher auch ohne Erfolg. Sie hätten heute über den Mond gesprochen, Mythos Mond. Der Vortrag ist, wie gesagt, ja dem Coronavirus quasi zum Opfer gefallen. Was ist das für ein Mythos, der vom Mond ausgeht? Warum berührt uns Menschen das so? Ja, warum? Also Mythen gibt es natürlich viele über den Mond, das ist klar. Aber warum berührt uns der Mond so? Weil er natürlich ein besonders auffälliges Objekt am Himmel ist. Er ist ja, wenn Sie so wollen, auffälliger als die Sonne. Bei der Sonne hat man natürlich schon sehr früh in der Geschichte erkannt, dass Leben auf der Erde offensichtlich mit der Sonne sehr eng zusammenhängt, weil man ja die Jahreszeiten studieren konnte, die Entwicklung der Tier- und Pflanzenwelt mit den Jahreszeiten. Das ist also ganz offensichtlich gewesen. Aber es schaut ja auch keiner in die Sonne ein, das sollte man ja auch nicht tun. Hat man bestimmt auch früher nicht getan. Aber der Mond, den kann man sich anschauen. Und es ist der hellste Himmelskörper nach der Sonne und er entfaltet eben einen wunderbaren Anblick, besonders als Vollmond. Und er hat natürlich dieses verrückte und interessante Phänomen der Phasengestalten. Und das alleine reicht natürlich aus, um ihn zu einem mythologischen Objekt zu machen. Und wenn Sie jetzt mal zurückgehen in der Geschichte, wo ja die Planeten grundsätzlich als Götter betrachtet wurden oder zumindest als Anzeiger des Willens von Göttern, ist es kein Wunder, dass auch der Mond als Gottheit betrachtet wurde, bei fast allen alten Kulturvölkern. Und die Chinesen, die hatten ja eine Mondgöttin, die heißt Chang'e. Und es ist interessant, dass also gerade die Chinesen nach dieser Mondgöttin ihre ganzen Raumfahrtmissionen benennen, die also zum Mond fliegen. Wie zum Beispiel auch die Sonde, die auf der Rückseite des Mondes gelandet ist. Chang'e 4, glaube ich, war das. Ja, aber die Mythen kommen natürlich noch woanders her. Dass der Mond nun eben so ein auffälliges Phänomen ist, das unser Gemüt so erregt,
Das haben ja Dichter viel besser beschrieben, als das Wissenschaftler können, nicht? Also denken wir nur an Goethe oder andere große Dichter oder Maler, auch die das beschrieben haben. Musiker? Musiker, natürlich, klar, logisch. Also Künstler eben, sagen wir mal. Das zeigt ja, dass der Mond also das Gemüt berührt. Denn über irgendeinen Fixstern hat kein Komponist eine Symphonie geschrieben, es sei denn mal Herr Stockhausen über Sirius oder sowas. Das gibt es vereinzelt auch, aber der Mond webt ja so durch die ganze Literatur durch. Und durch die ganze Musikliteratur und durch die Malerei. Und da kommen natürlich dann auch viele Vermutungen so auf, die den Alltagsglauben dann berühren, über die Wirkungen, die der Mond eben haben könnte, zum Beispiel über die Wirkung aufs Gemüt hinaus. Also zum Beispiel auch die Häufigkeit von Geburten in Abhängigkeit von der Mondphase oder über Haare schneiden bei Mond, Vollmond oder Neumond, was ist besser, was ist wichtiger. Haben Sie mal in Thüringen eine Friseurmeisterin verhaftet, weil sie bei Vollmond die Haare geschnitten hatte, dachte ich schon, aha, jetzt geht die Polizei schon gegen Aberglauben vor. Es war aber nur wegen Übertretung des Ladenschlussgesetzes. Das war der eigentliche Grund. Ja, also diese ganzen Dinge, die spielen natürlich eine große Rolle. Das sieht man ja an den Mondkalendern, die heute, ich glaube, in Österreich genauso überall zu haben sind, wo dann drin steht, was man bei welcher Mondphase machen oder unterlassen soll. Und das ist natürlich größtenteils wissenschaftlicher Unsinn. Also da hat man viele Hypothesen wirklich überprüft und die haben sich als absolut unsinnig herausgestellt. Auch gerade diese Frage der Geburtenhäufigkeit in Abhängigkeit von der Mondphase hat man an 31.000 Geburtsfällen statistisch exaktestens überprüft und es lässt sich keinerlei Abhängigkeit feststellen. Und trotzdem, wenn Sie in ein Krankenhaus gehen, wird Ihnen jede Hebamme erzählen, dass diese Abhängigkeit besteht. Das ist aber nur Ihr Eindruck, den sie hat. Aber die wissenschaftliche exakte Analyse zeigt das nicht. Es gibt natürlich Einflüsse des Mondes auf die Erde. Das sind eben Ebbe und Flut, das sind die wichtigsten Einflüsse, die sich ja auch bezieht auf die Ebbe und Flutwirkung in der Erdkruste und auch im Luftmantel der Erde. Und dann gibt es natürlich auch die Vermutung, dass zum Beispiel die Häufigkeit von Erdbeben damit zusammenhängen könnte und dass der Mond Einfluss auf unser Witterungsgeschehen hat. Das sind zwei wissenschaftlich ernstzunehmende Thesen, die aber auch noch nie bisher bewiesen werden konnten. Weil noch keine Forschung in die Richtung betrieben wurde oder keine Überprüfung? Es wurden Forschung betrieben, bloß es ist sehr schwierig. Wenn Sie große Erdbeben nehmen, dann müssen Sie einen langen Zeitraum natürlich überdecken. Und die Berichte über große Erdbeben, die sehr lange zurückliegen, sind sehr ungenau. Die erfüllen nicht die Kriterien, die wir heute an den Berichten über einen Erdbebenverlauf haben würden. Und deshalb ist es sehr schwierig, mit diesen alten Daten solche modernen Thesen zu überprüfen. Also das ist aber zumindest von der Ursache, von der Auslösung durch die Gravitation des Mondes plus Gravitation der Sonne und der Plattentektonik der Erde nicht ganz von der Hand zu weisen, dass ein solcher Einfluss da sein könnte. Aber das trägt eben alles dazu bei, dass solche Mythen entstehen und die kriegen sie natürlich aus den Köpfen auch nicht raus. Also wer einmal überzeugt ist, dass seine Erdbeeren am besten gedeihen, wenn sie bei Neumond gepflanzt werden, den werden sie nie vom Gegenteil überzeugen. Weil Emotionen stärker sind als Fakten. So ist es. Nehme ich an. So ist es. Ein Problem. In Ihrem Atlas astronomischer Traumorte Entdeckungsreisen auf den Spuren der Sternkunde präsentieren Sie ziemlich viele über den Globus verteilte astronomische, historische Orte, unter anderem. Haben Sie da einen Lieblingsort? Ja, das ist sehr schwer zu sagen. Also Lieblingsort ist meistens der, den man sich als nächstes vorgenommen hat zu besichtigen. Was wäre das? Naja, jetzt habe ich ja praktisch fast alles gesehen, was man sehen muss. Also Lieblingsorte sind natürlich die Orte, wo Geheimnisse obwalten. Nicht? Also wo wir noch nicht alles wissen. Denken Sie an Machu Picchu, diese Geschichte mit dem schiefen Stein, den ich da ausgemacht habe. Oder Ähnliches. Oder auch die Astronomie der Aboriginals. Sehr schwieriges Forschungsgebiet, weil die Völker auch keine Sprachen hatten. Also keine Schriftsprachen. Sprachen hatten sie natürlich, aber keine Schriftsprachen. Und sie haben keine vernünftigen Überlieferungen. Das sind immer Überlieferungen, die durch die Kolonialisten oder Missionare übergekommen sind. Also durch Berichte von denen und dann über diese Missionare an uns gekommen sind, wo man also die Zuverlässigkeit auch bezweifeln kann.
Das sind natürlich bestimmte Lieblingsorte. Und dann so ein Observatorium wie zum Beispiel in den USA, das berühmte Observatorium in Kalifornien, wo Edwin Hubble gearbeitet hat, wo der Hooker-Spiegel steht. Das hat mich natürlich von Anfang an immer besonders fasziniert, weil da ist ja die ganze moderne Astronomie geboren worden. Und da haben sich auch alle diese berühmten Astronomen, die im 20. Jahrhundert Rang und Namen hatten, getroffen und versammelt, bis zu Albert Einstein hin, der ja als Theoretiker zunächst nicht glauben wollte, was sie dort entdeckt hatten. Also sowas dann mal mit eigenen Augen gesehen zu haben, ist schon faszinierend. Die Internationale Astronomische Union, von der Sie Mitglied sind, oder bei der Sie Mitglied sind, hat letztes Jahr zum 100-jährigen Bestehen ein Motto herausgegeben: Vereinen wir unsere Welt, um das Universum zu erforschen. Jetzt hat Buzz Aldrin, der zweite Mann am Mond, vor ein paar Wochen gesagt, wir sollen nicht so viel in die Rettung der Welt investieren, wir sollen lieber in die Raumfahrt investieren, weil irgendwann müssen wir den Planeten sowieso verlassen. Und zwei Tage später hat Patrick Stewart, ich meine, das ist jetzt kein Wissenschaftler, aber immerhin hat er in Star Trek den Jean-Luc Picard gespielt und hat so einen Bezug zum Weltraum, hat er gemeint, wir sollen die Investitionen in den Weltraum komplett abstellen und nur mehr uns auf unseren Planeten konzentrieren. Also genau das Gegenteil. Das ist doch beides eigentlich Schwachsinn, oder? Ja. Es ist wie meistens bei extremen Meinungen, ist das meistens Schwachsinn. Also der goldene Mittelweg ist meist das Allerbeste. Also der Aldrin hat natürlich recht und er ist nicht der Einzige. Einer größeren Zahl recht prominenter Leute, die der Meinung sind, dass wir wahrscheinlich irgendwann einmal eine Exploration in das Universum vornehmen werden. Vielleicht zunächst in die nähere Umgebung der Sonne, da wo die Erde sich befindet. Also O'Neill hat das schon in den 60er Jahren propagiert und auch teilweise Projekte ausgearbeitet dafür. Und das könnte durchaus richtig sein. Und dass wir das auch in ferner Zukunft machen müssen. Richtig, dass wir es wahrscheinlich machen müssen. Denn wenn man sich den Zustand der Erde anschaut und die Maßnahmen, die wir dagegen unternehmen und vor allen Dingen, was die bewirken, nämlich bisher fast nichts, und gleichzeitig die Bevölkerung der Erde immer weiter wächst, und er auch niemand sagen kann, ob wir das jemals zum Stoppen bringen und überhaupt zum Stoppen bringen wollen. Wir sind nun mal eine wachsende Spezies, schon immer gewesen. Die Zahl der Menschen hat sich in der gesamten Entwicklungsgeschichte der Menschheit immer vergrößert. Ob mit oder ohne Coronavirus, ne, ist vollkommen egal. Und es könnte schon sein, dass das der logische Weg ist. Also muss man natürlich beides machen. Also jetzt müssen wir schon dafür sorgen, denke ich, dass die Verhältnisse auf der Erde so sind, dass sie wirklich für die künftigen Generationen bewohnbar ist. Denn auch große Investitionen in die Raumfahrt würden niemals bewirken, dass wir in 100 oder 200 Jahren größere Teile der Menschheit in den erdnahen Raum bringen können als neues Siedlungsgebiet. So schnell geht das nicht, das ist ziemlich klar. Also man muss beides machen. Und man macht eigentlich auch beides. Also de facto, es sind ja große Anstrengungen gegangen, die Probleme der irdischen Ökologie und so weiter zu lösen. Gut, ob das wirklich dann letzten Endes gelingt, weiß kein Mensch. Es ist schwierig. Und auf der anderen Seite sind aber auch sehr viele Projektemacher am Wirken, die Raumfahrtprojekte für die Zukunft entwerben. Das ist nicht so oft im Gespräch, aber die gibt es. Also es sind auch in Neubrandenburg sind manchmal welche anwesend. Zum Beispiel war jemand da von der, wie heißt das, die Royal Planetary Society aus London oder Oxford. Die Leute beschäftigen sich ganz konkret damit. Und die diskutieren gar nicht darüber, wann das soweit sein wird, sondern die gehen einfach durch, wie müsste man das machen, was wäre logisch. Und zwar immer unter Benutzung dessen, was wir heute wissen. Denn es wäre dann ganz einfach zu sagen, wir denken uns mal, was wir noch so erfinden würden. Das weiß ja keiner, was wir noch erfinden würden. Also man muss beides machen, denke ich. Alles unter dem Gesichtspunkt, dass es dann womöglich an der Finanzierung scheitert, wo man wieder an der Freiheit, bei der Freiheit der Wissenschaft wären. Ja. Aber das ist ein weiteres anderes Thema. Würden Sie gerne in den Weltraum reisen? War das so ein Traum von Ihnen? War von mir persönlich nie ein Traum, komischerweise. Aber wenn es dann üblich wird, dass man sozusagen das touristisch machen kann, dann wäre es vielleicht schon interessant. Aber da sind wir ja weit weg davon, also zumindest für die Normalbürger. Weil es ja schon finanziell praktisch. Aber wenn es dann touristisch wird, aber so als Astronaut oder Kosmonaut, also man weiß ja, was das für Strapazen bedeutet, dass man da jahrelang trainieren muss und auch die nötigen Konditionen mitbringen muss, um das zu bewältigen. Dazu habe ich ja zu viele
Herren getroffen, die das gemacht haben. Und das war natürlich für die ein Beruf, für den sie sich voll engagiert haben. Also so weit sind wir noch lange nicht. Wenn Sie grundsätzlich einen Wunsch frei hätten, egal in welcher Sparte, privat oder beruflich, was wäre das? Ach, der Wunsch, den man in meinem Alter hat, ist eigentlich immer bei einigermaßen guter Gesundheit noch recht lange das weitermachen zu können, was man gerne macht. Und das ist eben das, was ich gerade gerne mache, nämlich mit Vorträgen unterwegs sein, Bücher schreiben, die Menschen interessieren und mit Menschen im Gespräch bleiben über diese Themen. Herr Professor Herrmann, vielen Dank für das Interview. Gerne. Quasi unter Quarantäne. Ich habe geschrieben zur Erinnerung an unser Corona-Interview. Dann können Sie es nie vergessen, wenn Sie mal nach 30 Jahren sagen, was soll denn das gewesen sein?